Hallo, hallo. Heute gibt es ein kleines Unboxing-Video und zwar vom Canon Selfie CP910. Wir haben hier die wunderschöne Schachtel. So, was haben wir hier zu sehen? Das ist hier, ich nehme mal an, das Fotofach. Wunderbar. Ein bisschen heller. Sehen wir hier, Postkarte, 10x48, wunderbar. Pickerl lasse ich noch oben. Dann haben wir hier natürlich das Handbuch, wunderschön eingeschweißt in 27 Sprachen. Und dann kommen wir hier, jawohl, zum Herzstück mal dazu. Viel Verpackungsmaterial. Okay, ich glaube, ich sehe hier schon, dass das Netzteil hier wahrscheinlich, naja, fast gleich groß ist wie der Drucker selbst. Es wird interessant werden. Mal sehen. Ein Stromkabel. Gut, auch schön eingepackt. Und hier, ja, hier dürfte dann drinnen sein. Haben wir sonst noch was? Da unten versteckt sich, glaube ich, noch was. Nein, nur mehr Verpackung. Also hier ist sonst nicht mehr wirklich viel dabei. So, der Drucker. So, der Drucker wird hier wahrscheinlich drinnen sein. Ja, ziemlich sicher sogar. Okay. Ist wirklich ein putziges Teil. Ja, wunderbar. Also das hier ist der Drucker. Hier sehen wir schon den Kartenleser. Vorne das Fach. Hier auf der linken Seite USB-Anschluss. Zweimal. Ah, ein Keylock auch, wunderbar. Und hinten eben der Stromanschluss. Wunderbar. Ja, das ist eigentlich alles, was dabei ist. Hier das kleine, der kleine Drucker, Stromkabel, Netzteil. Ja, es ist wirklich fast so groß wie der Drucker. Und hier dann die Fotolade oder beziehungsweise dann die Ausgabelade. Ja, was auch sehr interessant ist, hier die Selfie CP, das Fotopapier dann. Ja, blendet hier ein bisschen. So, steht auch nichts Interessantes drauf. Hier sieht man auf der Seite, also hier mal von vorne, ab. Ja, einer Seite ist das hier. Eine kleine Abbildung, also hier dürften drei Kartuschen drinnen sein. Die Rückseite, jede Menge Text, hier ist noch ein Bildchen. Man das? Ja. Gut, die Verpackung vom Fotomaterial ist ja in dem Fall sogar größer wie der Drucker. Ziehen wir hier mal rein. Open. Wunderbar. Okay. Hier sehen wir, oh, da ist jede Menge drin. Räumen wir mal den Drucker auf die Seite. Sehen wir hier, okay, Schachtel leer, hier ist das, das Fotopapier, das sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Päckchen, sieht ganz gut aus, glaube ich mal, und hier 1, 2, 3, die Folien. Die Tinte, steht irgendwas Aufregendes drauf. Canon haftet nicht für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch. Wunderbar, hätten wir das auch geklärt. Okay, das ist hier mal das Set. Ich würde mal sagen, Einsteigerset. Also hier die Farbe, das Fotopapier,
Netzteil, Drucker, Stromkabel und hier das Fotofach dann. Gut, das ist hier alles mal drinnen. Alles Weitere gibt es dann in einem weiteren Video. Ich werde hier vielleicht noch ein Video machen, wie man das Ding in Betrieb nimmt und installiert und naja, vielleicht mal einen Probedruck machen. In diesem Sinne, bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao.